Wer hatte nicht schon mal den Traum, eine Band zu gründen? Ein paar Leute zusammenzutrommeln und mit ihnen richtig durchzustarten? Diesen Traum hatte auch Timo. Doch bei der Mitgliedersuche lief so einiges nicht wie geplant. Sollte die Band überhaupt noch eine Zukunft haben? Also ich singe schon mein ganzes Leben lang. Ich habe als Kind schon angefangen, in verschiedenen Chören zu singen, im Kinderchor, in gemischten Chören. Und ich habe dann irgendwann mit 12 Jahren angefangen, Klavier zu lernen, bin dann auch solistisch aufgetreten. Und seit ein paar Jahren spiele ich auch Gitarre. Let the sun down shine. Let me take you by the hand, I lead you through the Eines Tages wurde Timos Interesse für A Cappella-Pop geweckt, eine Darbietungsform, bei der nur Stimme und Mund zum Einsatz kommen. Wir waren tatsächlich mit einem Chor mal auf einem A Cappella-Konzert und ich habe mir dann verschiedene Gruppen angehört und angeschaut und da lernt man das Genre irgendwann lieben. Jens habe ich tatsächlich im Mathe-Vorkurs unserer Hochschule kennengelernt und wir haben abseits des Schulischen gemerkt, dass wir ein gemeinsames Hobby haben, und zwar das Singen, und dass wir beide ein bisschen A Cappella-Nerds sind. Und entsprechend haben wir dann den Plan geschmiedet, auch mal eine A Cappella-Gruppe zu machen. Das hat zwar ein, 2 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich den Schluss gefasst haben, aber dann war Jens auch dabei. Also wir haben natürlich erstmal nach Mitgliedern gesucht und haben ausgeschrieben, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir haben uns verschiedene Arrangements rausgesucht, die wir am Anfang singen können, und haben natürlich eine Location gebraucht, in der wir proben können. Jens beschloss bald, die Arrangements selbst zu schreiben. Ein Zimmer bei Jens zu Hause wird zum Probenraum gemacht. Das nötige Equipment kann vorerst bei der Test, Kirchengemeinde ausgeliehen Test, werden. Test. Ah, guck mal, da kommt was. Sehr Ja, gut. fertig. Ein bisschen mehr Hall geht schon. Wenn wir es schon mal hier haben, können wir auch mehr Hall. Doch die Mitgliedersuche läuft überhaupt nicht glatt. Wir hatten schon in der ersten Probe das Problem, dass 3 Leute nicht gekommen sind. Und dann haben wir mit verringerter Besetzung geprobt, größtenteils. Und das war etwas behäbig am Anfang. I'm hoping you're open to understanding. You know I'm outspoken, no hidden plan B. It's not cool to know that your house could be your grave. Spread love amongst each other and we could watch our children play. Who am I? Ja, stopp, Moment, das machen wir direkt nochmal. Also, wir hatten natürlich das Problem am Anfang, dass wir uns eine genaue Besetzung ausgeschaut hatten und die wollten wir umsetzen unbedingt. Und dann war es nun mal so, dass aus zeitlichen Gründen einige Mitglieder von uns abspringen mussten. Und wir haben dann auch immer nach weiteren Mitgliedern gesucht, was gar nicht so einfach ist, vor allem im Bekanntenkreis jemanden zu finden oder auch über Internet jemanden, der hier in der Umgebung ist, zu finden, der daran Spaß hat und der damit mitmachen möchte. Also letzten Endes haben wir es dann geschafft, dass wir, obwohl wir jetzt dann auch einen neuen Sopran und einen neuen Bass haben, zwar immer noch nicht unsere hundertprozentige Besetzung, Wunschbesetzung haben, aber wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen dann auch flexibel sein und letzten Endes auch mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben, und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir dann in der jetzigen Besetzung so weitermachen. Letzten Endes war es für uns auch immer extrem schwierig, weil wir sämtliche Arrangements umschreiben mussten. Jetzt gibt es wieder große Hoffnungen für die Band. Wir sind definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Wir planen demnächst neue Auftritte. Wir haben Choreos ausgearbeitet. Auch erste Studioaufnahmen werden produziert. Wir haben neue Arrangements, neue Lieder und wir sind sehr positiv, dass die Zukunft gut aussieht. Lady, 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 you can be you and I'll be me.